So, Freunde! Hallo und willkommen zurück bei 7-11. 2. Auf der Suche nach Gronkh. Ja, Gronkh. Wir missbrauchen hier seinen berühmten Namen. Naja, die Stimme erkennt man ja auch sofort. Ja. Ja, wenn er den spricht, da kann ich ja nichts für, nicht? Hat er sich ja ausgesucht, den Job. Den Job. Oh, guck mal hier. Eine Sicherung. Mir geht eine Sicherung durch. Okay. Oh Gott, das ist immer noch so warm. Wir haben jetzt 20 vor 11 abends. Oh. Und es ist immer noch so verdammt warm. Verdammt. Ah, da ist so eine Festung, ja. Das ist wirklich eine Festung. Bis er immer da angekommen ist, wo er ist. Der Stan dreht durch. Sieht aus, als würde er noch instabiler werden. Du hast ja keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Ging nicht anders. War leider notwendig, Kidman. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian. Und halt mich auf dem Laufenden, ja? Nö. Es ist wichtig, dass ich weiß, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann. Verstanden? Ja. Ich melde mich. Definitiv suchen wir es erst mal. Alter, hier ist schon Flammen. Nee, lass den. Such Gronkh. Ja. Wo geht's denn zu Gronkh? Das ist okay. Das. Nee, das ist. Das ist Gronkh, ja. Echt? Okay. Oh. Hier wurde jemand aufgeknüpft. Oh. Ich weiß, kommt Vorsicht, jemand. Ja, ich hab's gesehen. Oh. Das ist, glaub ich, der. Ah, da! Au! Ja, es klatscht einfach, ey. Du bist wohin? Okay, den sollten wir uns holen. Hast du irgendwie, Da, die Kiste. Ja, ich hab's gesehen. Das ist gruselig, wenn der hier rumrennt, ey. Hast du nicht irgendwie noch. Kannst du den von oben abballern? Hast du irgendwie. Oh Gott. Explosionspfeile oder so? Soll ich abballern? Ne, weiß ich nicht. Wo ist denn der jetzt? Oh, warte mal. Oh wow! Gott! Egal, schrei doch nicht so, Alter. Das Schlimmste daran war dein Geschrei. Ja, sorry. Alter, ich hab mich so erschrocken gerade wegen deinem Schreien. Das war so laut, ich schwöre. Ich sammle mal ein bisschen Glibber. Vielleicht können wir bei Gronkh nochmal irgendwie ins ja, Büro ja, und dann unsere Zielsicherheit pimpen. Hm. Da, der kommt. Mhm. Lock ihn hierher. Dass wir jetzt so ein Heini jetzt so ein Endboss mal so als Nebenbei-Boss hier haben, ne? Als Oh, der offensichtlich scheint er hier unten zu sein. Wow! Der Penner, ey. Mach gar nicht runterlaufen, weißt du das? Ich renne hier immer gerade hin und her, weil ich hier irgendwie voll mega Angst habe hier.
da. Ja. Ich glaube, um ihn locken zu müssen, musst du einmal. Ja, er rennt hier nur permanent am Haus herum, der Penner. Ja, ja, deshalb. Du musst ihn irgendwie einmal herlocken. Und dann in die Pfütze da hinten, die Ölpfütze oder so. Ja. Wo ist die scheiß Ölpfütze, Mann? Vom Rumpalen, aber ich finde die scheiß Ölpfütze nicht, ey. Doch, ich bin ziemlich zuversichtlich. Wie er seine Füße da durch die Gegend trägt, ey. War die scheiß Pfütze, ey? Aha. Da, aber da war doch eine. Ja, na toll, er hat die schon abgefackelt, der Penner. Lauf! Du Arsch! Scheiße. Mann, lad nach. Ja. Ich hab's gesehen, ich weiß, was du denkst. Oh Mann, Alter, alles Headshots. Ne. Ja, du hast ihn, glaube ich. Puh. Ah, Glück gehabt. Flammengestank. Flammengestank. Gastank, Mann. Gut, dann können wir wahrscheinlich den Flammenwerfer reparieren. Fast alles zusammen. Oh, oh, der hat 5000 gebrannt. Ja, damit müssen wir auf jeden Fall nochmal unsere Dings pimpen. Habe ich nicht noch irgendwas hier gefunden? Achso, ja, genau, diesen. Flammengestank. Oh, pfff. Jetzt vollkommen verarschen, oder? Aha. Das lohnt sich doch immer, wenn man ausdauernd ist. Okay, das war's schon. Wo ist Diggi denn hin? Schlöffern wir hätten. Ach, die habe ich schon kaputt gemacht, die Kisten, ne? Ja. Genau. Da. Und da hinten ist Diggi. Na toll. Oh, ich wollte gerade noch sagen, wenn der mal nicht platzt. Wenn er so. Man hat aus den Spielen, die man immer gespielt hat, nichts gelernt, ne? Ey, Moment mal. Der Lach, ey. Ja, noch so ein dicker Fettsack, ey. Fieser Fettsack. Warte mal, ich habe aber noch irgendwie Teile gesehen. Oh, da ist leer. Kann man stehen? Natürlich sehr sinnlos, wenn man sagt, oh ja. Nein, 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 oh. Ist die Munition leer. Wer glaubt denn sowas? Selber schuf ich nicht immer wieder nachlade, ne? So, bin bereit. Weiter geht's. Oh. Ja, für Scharfschützengewehr.
Jetzt lohnt sich das auch mittlerweile mal irgendwie aufzupimpen, ne? Ja. Damit können wir auf jeden Fall schon mal das, was wir machen wollten. Diese, Ich glaube, ich habe da noch mal Waffenteile gesehen. Die Zielgenauigkeit, weißt du? Ja. Oh, trotzdem noch alles. Munitionsknappheit. Das ist Theater, wo er sich auffällt, oder was? Nee, doch nicht. Ja, bei Gronkh können wir ja, glaube ich, noch mal ins Büro, ne? Dann können wir auch noch mal die Waffen... Ja, aber mal gucken, was mit ihm los ist. Nicht, dass er andere Pläne für uns hat jetzt. Das wollte ich noch mal. Hier habe ich noch das gesehen. Da ist noch Pflanze. Mal hier ganz kurz alles abchecken. Aha, da brennt noch mehr los. Ja, was machen die Kinder denn da? Huch, da hat er uns gesehen. Beide haben dich gesehen. Ne, der andere hat mich noch nicht ganz gesehen. Ah, wahrscheinlich ist es hier so ein... Scheißreck. Ich habe mir vorgestellt, er friert jetzt ab. Das sind zwei. Munition auch leer? Scheißreck. Das ist voll angefickt. Wir haben noch keine 88 Schuss damit verschossen, Alter. Ja doch, eigentlich schon. Hinten standen auch noch Kisten rum. Ja, ja. Was für ein mega langer Bus. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ne? So, wir könnten aber auch noch Schießpulver gut gebrauchen. Ja, es würde sich auf jeden Fall auch schon mal nachher nochmal lohnen, nochmal was zu machen. Ja. Das ist jetzt nicht super viel, ne? Die Kisten. Ja, warte mal, ich wollte noch mal eine Zugarme rein. Pistolenmunition kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Ich hätte noch sonst einen Revolver auch noch, ne? Eine Flasche. Tasche für besser für Schrotmunition, das ist natürlich alles ziemlich geil. Wo hast du Kisten gesehen, Enka? Da ja. Das ist wohl was mal sehr nett. Ja, nimm mit. Rauchpulver. Ich will mal ganz kurz gucken. Kommen wir bestimmt auch in den anderen Waggon irgendwie rein. In den Waggon herein. So soll es manchmal auch sein. Was gibt's hier bloß zu schauen? Ich werd euch hier alle kräftig verhauen. Oh. Ne, hier gibt's nichts, ne? Doch, vielleicht gibt's hier super Goodie. Super Goodie. Oh, der Schweiß. Weißt du, warum die jetzt alle brennen? Ja, wegen Theodor. Nee, weil es der Sommer so heiß ist. Wie süß, dass du versuchst, mit deiner künstlichen Lache witzig zu sein. Beziehungsweise mich aufzuhalten, als wäre ich witzig. Mir das Gefühl zu geben, ich wäre witzig. Was ist da denn los? Bin ich jetzt schon wieder so ein... Oh, das hört sich... Mit seinem Ruf nicht! Hau ab da! Scheiße, die Pissnecken sind hier überall, ne? Warte mal. Ich hab so eine kleine Idee. Oh!
Super. Hm. Haben wir noch nichts davon? Ja. Oh Gott. Habe ich ihn getroffen? Ich nehme einfach mal an, ich habe ihn getroffen. Du kannst dich nicht vor deinen Sünden verstecken. Scheißdreck, ey. Muss dann mal die spritzen. Ja, mach ich gleich. Entschuldigung, ich habe gerade. Hast du nicht noch hier diese Elektrobolzen? Ne, habe ich leider nicht. Scheiße, wo ist der Pisse hin? Ja, wahrscheinlich reingegangen. Da. Wow. Feuer wird dich verzehren. Wow, was für ein langer Flammenwerfer einfach, ey. Scheiße. Kommt er auch rüber geklettert? Frage, wenn wir gleich beantwortet haben. Ja, aber hier. Ja. Hast du bei daneben geschossen? Nö. Nicht jetzt. Hättest du mal das Öl verwenden sollen da. Ja, ja. Vorne, schau ab, sonst bist du gleich. Aua, manchmal hoffe ich auch, dass ich. Oh, Alter! Da war Öl. Oh, lauf doch! Sebastian, lauf! Oh ja. Wo ist der jetzt hin? Oh. Nase juckt. Den müsst ihr auf jeden Fall noch holen, der hat voll viel Glibber und ja. Dann können wir drinnen auch wegschicken, was das so war. Wo ist er? Da. Da. Irgendwie scheint das nicht zu stören. Hm, nicht. Ui. Oh ja. Alter, was hat er denn für mega Flammenwerfer einfach, ey. Der gute alte Revolver, wollte ich gerade sagen. Alter, das ist nicht mehr normal. Lauf, Junge, lauf. Ich verstehe es nicht. Wie krank der ist, der Typ. Lass den Typ wechseln. Wir haben noch einen Schuss auf den hier. Was haben wir hier? Scheißdreck.
Wo ist der Penner hin? Natürlich. Auf die unwichtigen Personen erstmal schießen, natürlich. Du kannst uns nicht entkommen. Doch, eigentlich dachte ich das. So. Ihr wird uns leid. Keine Munition mehr, ha? Scheißdreck, ey. Dass nicht irgendwie ein Wunder passiert. Wunder geschehen immer wieder. La 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 la. Ich hab gerade so ein bisschen Hunger, Inka. Kennst du das? Ja. Suchen die jetzt, mach ihn platt. Ja, ich brauche Munition, Inka. Ich kann nicht mit guten Träumen und guter Hoffnung ihn platt machen. Schrotmunition, super. Das ist genau die Munition, die ich gerade brauche. Da muss ich ja fast nicht nah rangehen für. So am Arsch. Das ist eine Penis hin. Da. Lauf, yo! Aufstehen jetzt, komm! Weggelaufen! Ja! Mhm! Oh, scheiße. Oh, lauf! Nö, ne, warum denn auch, ne? Oh, hi! Später vielleicht. Der muss doch mal fallen! Oh, endlich, ja. Ey. Was ein Spann. Ja, vor allem, wenn man nicht die vernünftigen Waffen dafür hat, ne? So, jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Hoffe ich, fürs Erste. Hm? Hör auf! Oh, wie dunkel das draußen ist. Ah, jetzt hat sich das gelohnt. Noch einmal davon. Kurz ist deine noch mal abchecken hier. Leichenschallschlüssel, da liegt einfach so rum. Das ist doch schon mal cool. Alter, greif zu jetzt. Kann man auch mal was anderes finden, außer Pflanzen und leere Flaschen? Würde ich voll spannend finden, wenn man auch was anderes finden würde. Munition oder das wäre mega geil. Sicherung. Da, die Musikbox hat dir was angezeigt. Schlecht.
Cheeseburger? Ne, Flasche. Ja, der Bomber war zu Gronk. Jo. Wollen wir mal luschern oder was? Also, liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde. Ciao.